Ich habe gerade im Bundestagswahlkampf sehr oft neben den Ständen der AfD gestanden. Mhm. Da standen anständige Leute, da sind anständige Leute hingegangen. Da habe ich keine erlebt, wo ich sagen würde, also das ist aber jetzt schon latent rechtsradikal oder rechtsextremistisch. Und das muss die etablierten Parteien doch irgendwo in den letzten Jahren wirklich Milliarden mobilisiert worden sind, um die Verhältnisse doch zu verbessern, um die Vereinbarkeitsmöglichkeiten zu erhöhen, dann ist es gerade im Bereich der Kinderbetreuung, übrigens auf allen staatlichen Ebenen. Aber wenn man Frau Petri dafür kritisiert, dass sie von der Drei-Kind-Familie schwärmt, ja, die Bospers haben auch drei Kinder und ich möchte mich dafür auch nicht rechtfertigen müssen. Das ist die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Ob er eine Familie gründet, wann, mit wie vielen Kindern, das hat meiner Überzeugung nach der Staat nicht zu kommentieren und schon gar nicht zu kritisieren. Wenn ich auf dem Stuhl sitzen würde, würde ich dasselbe sagen, was Sie jetzt zu mir gesagt haben. Ich hatte nur nicht das Gefühl, dass das gewünscht ist, dass diese Debatte tatsächlich geführt wird. Ich hatte eher immer das Gefühl, wenn man auf diese Bewegungen aufmerksam macht, dann wird gesagt, nee, komm, also sobald wir jetzt darüber sprechen, wird es nur problematischer. Beispiel, Herr Güllner hat heute Morgen noch erklärt, um Gottes Willen nur nicht über die AfD reden, der Bosbach wertet die ja auf. Das ist der gleiche Herr Güllner, der noch vor einem Jahr in Cicero erklärt hat, er würde überhaupt kein Wählerpotenzial für die AfD sehen. Sie hätte keine Themen. Sie müssen Themen, mich jetzt nicht bekehren bei irgendwelchen Demoskopen. Keine also Personen. Und vor allen Dingen, die Unzufriedenen würden gar nicht zur AfD gehen, sie würden zu Hause bleiben. Tage, jetzt nach den Wahlen in Brandenburg und Thüringen, haben bei mir eher den Eindruck hinterlassen, dass meine Möglichkeiten erschöpft sind. Ich bin hier auch angetreten, um mich auseinanderzusetzen mit Rot-Grün und weniger mit meiner eigenen Partei. Ich glaube nicht, dass sich viel ändern wird in der Union. Man hat sich einmal auf diese Strategie festgelegt, in der Hoffnung, dass sie auch aufgeht. Das und wie die ganze Alternative für Deutschland, das sind ja sehr seriöse Leute. Ich habe das mir das angeguckt. Ist doch nicht ernst. Das ist eine ganz wichtige Partei. Ja, wichtig, hoffe, aber Sie haben sie eben gesagt, hoffe, das sind sehr seriöse Leute. Sehr seriöse Leute. Sehr seriöse Leute. Warum? Ich hoffe sehr, dass die warum in den Bundestag sind das sehr seriöse Leute? Kommen, weil sie auf ganz ruhige und sachliche Weise Herr Bahn, bitte. Dann, was am Euro falsch und schief ist. Also wir erklären uns die ganze Zeit, dass wir dringend aus dem Euro, na Sie nicht, sondern die Alternative für Deutschland, dass wir dringend aus dem Euro raus müssen. Natürlich müssen wir das. Der Euro wird auf jeden Fall schief gehen. Hab ich vor ein letztes und persönliches Wort noch zu den Vorwürfen der Ausländerfeindlichkeit. Und zwar deswegen, weil sie mich innerlich berühren. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe damit meine Schwierigkeiten, weil es so falsch ist, so gemein und auch so hinterhältig. Und weil viele Menschen, die sich damit nicht tiefer beschäftigen, zum Teil auch etwas schlichter denkende Menschen, einfach glauben, diese AfDler, das sind die Ausländerfeinde. Fragen Sie mal die Menschen draußen, das glauben viele. Ich sage Ihnen ausnahmsweise dazu mal etwas ganz Persönliches. Und ich tue das nicht, um vor Ihnen als besserer Mensch dazustehen, als der ich bin. Sondern ich bin nur ein ganz normaler Mensch. Sondern um einen Denkanstoß zu geben, weniger Ihnen als denen da draußen, die vielleicht von der Rede auch etwas zu hören bekommen. Ich habe beruflich manche Reise nach Afrika hinter mir und habe eine starke Affinität zu diesem Kontinent. Und so habe ich seit vielen Jahren, länger als es die AfD überhaupt gibt, 4 Kinderpatenschaften in Schwarzafrika. Ich habe ein Patenkind in Uganda, eines in Kenia, eines in Tansania und eines in Sambia. Und meine Frau hat noch ein weiteres in Mittelamerika. Das heißt, für jedes der eigenen Kinder eine Patenschaft in einem Land, in dem die Lebensbedingungen sehr viel schlechter sind als hier. Verstehen Sie mich bitte richtig, dessen möchte ich mich nicht rühmen. Das tun Millionen anderer Menschen, Gott sei Dank. Es ist ein völlig normaler Vorgang. Sondern ich möchte einigen Menschen damit eine Chance geben auf Bildung, ein bisschen Chancen auf Gesundheitsversorgung, all diese Chancen ein wenig zu erhöhen, nicht mehr. Ich erwähne das hier nur darum, weil ich sagen möchte, das ist nicht nichts. Und ich sage das vor allem, weil ich die Frage aufwerfen will, weniger an Sie als an die da draußen, sehen so für Sie nationalistische Ausländerhasser aus. Bin ich also, dies an die Adresse der nicht wenigen da draußen, die mir und uns unterstellen, wir würden Hassbotschaften in die Welt senden, am Ende ein Rassist mit meinen 4 schwarzen Patenkindern, die ich schon länger habe, als es die AfD überhaupt gibt? Erklären Sie das doch bitte mal oder vielleicht besser erstmal sich selbst und ihrer bigotten Selbstgerechtigkeit, die mich zu Teilen anwidert.